Ja, mein heutiger Gast ist Heike Dobrowolny, Kunsthistorikerin aus dem Mürztal. Und wenn jemand Angst hat jetzt vor einem staubtrockenen Gespräch, dann muss ich leider enttäuschen, denn Heike, schön, dass du da bist. Du hast in den vergangenen Jahren den Leuten in der Region die Kunst- und Kulturschätze gezeigt, vor den Vorhang geholt und sicher bei dem einen oder anderen Menschen ein Aha-Erlebnis, für ein Aha-Erlebnis gesorgt. Und darüber darf ich heute mit dir plaudern und was du noch so vorhast, weil die Ideen gehen dir ja niemals aus. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Andrea, danke für die Einladung. Ja, ich habe schon gesagt, Kunsthistorikerin, du bist in Mürztal aufgewachsen, hast in Wien und Hamburg studiert. Ist schon ein bisschen her, sage ich jetzt einmal. Bist in der Region geblieben, war das der Plan? Nein, das war absolut nicht der Plan. Das war anders geplant. Ich bin aber glücklicherweise Mutter geworden. 2001 ist mein erster Sohn auf die Welt gekommen, 2002 mein zweiter Sohn und habe mich dann entschieden, Mutter zu sein und nebenberuflich die Kunstgeschichte aber weiterzumachen. Also das heißt, die Kinder sind während des Studiums gekommen, ja, und du hast aber trotzdem... Nur das Studium fertig gemacht, genau. Beides unter einen Hut gebracht. Mhm. Du hast einmal gesagt, deine Kinder, die dir sehr wichtig sind, mhm, und deine Burschen, mittlerweile sind sie ja junge Männer, mhm, die waren sehr wichtig bzw. hatten einen immensen Einfluss auf deine Diplomarbeit. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, mir hat noch eine Auslandsexkursion gefehlt und die hat mich nach Spanien geführt, in den Prado. Und da hängt ein riesiges Kunstwerk von Rubens, das heißt die Entstehung der Milchstraße. Und da sieht man eine Göttin am Himmel sitzen, das ist die Hera, und von ihr spritzt von der Brust die Muttermilch übers Firmament. Das ist die Entstehung der Milchstraße. Und mit der Spanienreise habe ich den Josef damals abgestielt und das war halt irgendwie alles ein Déjà-vu. Und das hat mich sehr beeindruckt, das Bild. Und ich habe mich in Prado dann auf die Suche begeben, welche Bildthemen das es gibt in Beziehung der Muttermilch. Und das ist eben nicht nur das christliche Thema, das die meisten kennen, die stillende Maria, sondern es gibt auch andere Laktationsszenen. Und das habe ich mir dann anfangs gar nicht zu sagen getraut oder zu fragen getraut, aber es ist dann trotzdem mein Diplomarbeitsthema geworden. Ist allerdings dann leider heruntergebrochen worden. Ich wollte schreiben über die Bedeutung der Muttermilch in der Kunst und es ist auf ein Bildthema runtergebrochen worden, das heißt Caritas Romana. Ich habe es gesagt, es wird nicht fad, das Gespräch. Ich glaube, das ist schon ein außergewöhnliches Thema für eine Diplomarbeit. Da wird es vielleicht aber dem einen oder anderen Professor oder Dozenten für ein Aha-Erlebnis gesorgt haben. Ja, du hast für die Kleine Zeitung eine Kolumne begonnen vor einigen Jahren, die Kulturschätze und eben diese Dinge oder diese Schätze, Kunst und Kultur, die in der Region sind, vor den Vorhang auf die Bühne geholt. Jetzt neigt man ja dazu, dass man das, was man vor der eigenen Haustür hat, nicht so diese Wertschätzung dem entgegenüberzubringen, was es sich eigentlich verdient hätte. War das ein Grund für dich, da aufmerksam zu machen? Das ist eigentlich das, was mich immer an meiner Heimat gestört hat, dass wir so viele Kunstschätze oder Kulturschätze hier haben und es wird zu wenig geschätzt. Und ich war sehr dankbar, dass ich diese Kolumne bekomme und habe begonnen, durch die Bank, das sind jetzt nicht nur Kunstschätze, also nicht nur Altarbilder oder Wandmalereien, sondern das sind sehr viele verschiedene Kulturgeschichten. Mittlerweile sind es über 80 Kulturschätze, die ich veröffentlicht habe. Und ich habe da schon einiges zusammengetragen. Und wie du sagst, also da ist noch kein Ende in Aussicht, weil es gibt wirklich sehr viel. Warst du vielleicht über das eine oder andere selbst überrascht, das zu entdecken? Es ergeben sich dann schon Geschichten, wenn man auch Leute trifft, die vor Ort leben und einem etwas zeigen. Dann gibt es schon sehr viele Aha-Erlebnisse und ich hoffe, das konnte ich auch in meinen Kulturschätzen vermitteln, dass man sagt, aha, das habe ich gar nicht gesehen oder das ist sehr interessant. Mhm.
Also das heißt, man kann eigentlich ständig noch lernen. Mhm. Die Pandemie, in der wir jetzt seit 2,5 Jahren leben, wenn man daraus was Gutes ziehen kann, dann ist es sicher, dass diese Wertschätzung wahrscheinlich ja größer geworden ist, weil auch die Menschen mehr rausgehen, mehr entdecken. Mhm. Das, hast du das auch so wahrgenommen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Zuspruch gekommen ist? Nein, der Heimat entdecken, weil so wie ich es erlebt habe, war man eingeschränkt mit dem Reisen. Mhm. Und dann entdeckt man halt auch, was es zu Hause gibt. Beziehungsweise sind ja auch sehr viele Städter zu uns gekommen. Und die wollen natürlich auch entdecken, was es jetzt bei uns gibt. Mhm. Das ist die Geschichte, die hast du vor ein paar Jahren begonnen. Und die Ideen gehen niemals aus. Es gibt noch vieles zu entdecken und du bist ein sehr kreativer Mensch, hast ein großes Netzwerk, kann man sagen. Und ich glaube, ein kleines, aber feines Team hat jetzt ein neues, spannendes Projekt auf die Beine gestellt. Ja, unser neuestes Projekt ist die Kunstschaukel. Das ist sehr kurzfristig und sehr spontan passiert. Der künstlerische Leiter ist der Gerhard Kubasser. Das ist ein Mützzuschlager, ein Künstler. Und hat selber auch schon Kunstseminare veranstaltet und ist dann auf die Idee gekommen, wir sollten das im Mürztal machen. Wir sollten eine Sommerakademie im Mürztal starten. Dazu ist der Verein gegründet worden. Es ist ein gemeinnütziger Verein, also nicht gewinnorientiert. Es ist einfach ein Verein mit freiwilligen Mitarbeitern und wir sind ein Team von 5 Leuten und haben jetzt auf die Beine gestellt ein Programm, über 3 Wochen dauert das im Sommer, mit 22 Kunstkursen, breit gefächertste Kunstkurse. Warum der Name Kunstschaukel? Ja, das ist sehr schwierig, einen Namen zu finden. Und Kunstschaukel soll vielleicht auch so eine Leichtigkeit vermitteln, einen leichten Zugang in die Kunstwelt finden. Weil angesprochen sind natürlich Leute, die sich ausprobieren wollen und jetzt nicht Künstler, die sich fortbilden wollen in dem Sinn. Das kann man sich jetzt vorstellen, in Form von Workshops wird das passieren. Und ihr habt dann unterschiedlichste Künstler eingeladen, das hier im Mürztal an verschiedenen Orten abzuhalten, oder? Es kommen 22 Künstler, die machen einen Kurs, der dauert 5 Tage lang, also jeweils von Montag bis Freitag, den ganzen Tag. Mhm. Das passiert im Lehrlingsgästehaus in St. Barbara. Da kann man auch übernachten, aber man kann auch als Externer mitmachen bei den Kursen. Und dadurch, dass viele Kurse parallel stattfinden, hat man auch die Möglichkeit, in andere Kurse hineinzuschnuppern und sich auszutauschen untereinander. Also es wird da 3 Wochen so ein schöner Platz sein, wo viel Kunst passieren wird. Und das ist bunt gemischt. Ich habe schon ein bisschen ins Programm hineingestöbert. Es sind ja wirklich die unterschiedlichsten Kunstgenres vertreten. Von Street Art, aus der Street Art Szene, der richtige Umgang, vor allem der richtige Umgang mit der Sprühdose. Dann gibt es eine Jazzsängerin, wo man sich auch ausprobieren kann, sage ich jetzt einmal. Oder Holz- und Linolschnitt. Mhm. Also ich glaube, dass diese bunte Mischung und diese Vielfalt, das soll einfach wirklich jeden ansprechen, oder? Genau. Also am einfachsten ist es, auf www.kunstschaukel.at nachzuschauen. Da kann man sich die Kurse anschauen, was es gibt. Es kann sich jeder einen Kurs aussuchen. Und ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Jetzt hat ja Kunst kann was und hat einen immensen Einfluss auf unser Leben. Bewusst oder unbewusst? Ist es der breiten Masse, denkst du in dieser Form so überhaupt bewusst? Ich habe jetzt einmal einen schönen Satz gehört, der heißt, wenn man etwas einem Namen gibt, dann kann man es benennen. Und ich finde auch, dass das auf unsere Kulturschätze im Mürztal zutrifft, weil wenn man dem Ganzen einmal einen Namen gibt und man kann es benennen, was wir hier alles haben und diese Vielfältigkeit, was wir hier haben, dann kann man es auch vielleicht wieder einfacher transportieren und dann haben die Menschen vielleicht auch einen einfacheren Zugang dazu. Und das ist ja bei der Kunstschaukel auch wahrscheinlich jetzt dieser niederschwellige Zugang auch zur Kunst, oder? Ja, das ist der eigene Umgang, auch wie man mit Kunst umgehen will. Aber da gibt es natürlich auch einen ganz unkomplizierten. Kunst bestimmt dein Leben, kann man sagen, aber jetzt nicht nur vor der Haustür, du hast das Reisen schon angesprochen und das ist ein großes Element in deinem Leben.
Du bist immer quasi auf der Suche, Neues auch zu entdecken. Was war so auf deinen Reisen das Beeindruckendste, was du entdeckt hast? Wenn es das gibt, wenn man das irgendwie so zusammenfassen kann. Naja, meine beeindruckendste Reise war auf jeden Fall meine Mexiko-Reise zu den Tempeln. Und der schönste Ort für mich war Palenque in Mexiko, eine Maya-Pyramide. Also das war für mich wirklich das Beeindruckendste, weil es für mich wahrscheinlich das Fremdeste war, das ich gesehen habe. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich fahre auch leidenschaftlich gern bei uns durch die Gegend und schaue wieder, was es zu entdecken gibt. Und ich liebe halt auch alte Kirchen und schaue immer wieder über Gewölbe, über Kirchengewölbe oder wunderschöne Wandmalereien. Also man muss nicht weit fahren. Aber trotzdem ist es eine Leidenschaft von dir. Ja, schon. Die Mexiko-Reise, die hat ja auch einen spannenden Ausgang gehabt, wie man so sagt. Du bist ja wirklich knapp bevor weltweit quasi, kann man sagen, alles runtergefahren ist, gefahren wurde, noch über die Grenze gekommen, oder? Ja, es war in Österreich schon eine Woche Lockdown. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich ein bisschen gefürchtet. Die österreichischen Flughäfen waren schon gesperrt und ich wollte eigentlich nur heim und dort nicht stranden. Mhm. Aber es ist noch gut gegangen. Es ist gut ausgegangen, ja. Ja, du sagst, zu Hause entdecken, gibt es was du sagst, das möchtest unbedingt noch entdecken, hat sich bis oder das möchtest näher kennenlernen, hat sich bis jetzt aber noch nicht ergeben? Also ich möchte meine Puzzleteile zu einem Gesamtbild noch zusammenbauen, weil meine Kulturschätze, die ich jetzt veröffentlicht habe, sind für mich so wie kleine Puzzlesteine. Und die möchte ich noch mehr zusammenfügen, dass man vielleicht das für die Kunstinteressierten so ein Gesamtbild, ein besseres Gesamtbild entsteht. Wie hast du die strukturiert? Ich habe für mich so verschiedene Themenbereiche herausgearbeitet. Zum Beispiel ein Puzzleteil für mich sind die Gäste des Mürztals. Das beginnt mit den Mönchen von Neuberg, die hierher gekommen sind und sich hier angesiedelt haben, über den Kaiser Franz Josef oder die Sommerfrischler zur Jahrhundertwende mit dem Skisport in Mürzzuschlag. Das sind für mich so die Gäste des Mürzzuschlags, also um nur ein paar zu nennen. Oder es gibt auch ein Puzzleteil für mich, ist das innovative Mürztal. Das beginnt mit den Entdeckungen von Viktor Schauberger und den Schwemmkanälen über Viktor Kaplan, die Windräder in Mürzzuschlag. Also es gibt auch sehr viel Innovatives oder der Stahl aus dem Mürztal. Ja, was habe ich noch für Puzzleteile? Das weibliche Mürztal zum Beispiel auch. Also es gibt auch diese Laktationsszenen, die wir schon angesprochen haben, gibt es auch im Mürztal zu finden. Es gibt ein Marienbild in einer evangelischen Kirche, das sehr ungewöhnlich ist. Es gibt Mürztalerinnen, wie die Dichterin Martha Wölger oder die Schriftstellerin Elfriede Jelinek, die aus dem Mürztal stammt, oder das Altarbild in Mürzzuschlag, wo ich immer geglaubt habe, das ist die Kaiserin Maria Theresia, bis ich dann drauf gekommen bin, es ist die heilige Kunigunde. Und es gibt halt, ja, die Puzzleteile sind vielfältig. Das heißt, die möchtest noch zusammenfügen und immer, wenn man da so zuhört, ja, es gibt tolle Kunst- und Kulturschätze vor der Haustür und wir haben jetzt sicher Namen oder vielleicht haben die Zuhörer Namen gehört, die sie noch nie gehört haben und vielleicht sind sie auch neugierig geworden. Dann einfach reinschauen oder Heike Dobrowolny kontaktieren. Genau, gerne. Im Gespräch wird es auch nie fad und langweilig. Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke, alles Andrea. Gute für die Zukunft. Danke, Andrea.